Jo. Ja, grüß Gott. Und herzlich willkommen. Ja, wir sind wieder hier, die Crowtags. Genau. Jetzt wird bei unserem netten Spiel Alan Wake fortgesetzt. Meine Stoppuhr will sich gerade updaten und... Bist du bereit dafür, oder? Ja, und auf 3. 1, 2, 3, Stoppuhr läuft. Jawohl. Dann haben wir wieder unsere also nächsten 15 Minuten des Spiels. 15, 16 Minuten, also bei uns ist das meistens nicht so genau. Meistens relativ, ja. Und wie gesagt, tut uns leid, wenn wir dazwischen quatschen, aber wenn Alan Wake nachdenkt, das hören wir im Spiel leider nicht. Das hören wir erst im Video dann. Da haben wir irgendein Soundproblem, deswegen tut es uns leid. In den Zwischensequenzen halten wir die Schnauze, aber wenn wir ein paar Mal reinreden, wenn er gerade nachdenkt, tut uns leid, vielleicht wird es auch noch besser. Ja, wir versuchen es. Also, los geht's. Los geht's. Die Dunkelheit, die stört. Du kannst nicht mal lesen, Alter. Leck mich am Arsch. Sie haben Manuskriptseiten gefunden. Back. Wann hast du Manuskriptseiten gefunden? Ja, die Zählung der Boden. Von Alan Wake. Abrisse. Ja. Also. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Mal. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Ja, genau, die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Im Wald. Doch ich war hellwach. Rumflogen fand. Der Wald hat sein Buch geschrieben. Scheiß Wald. Scheiß Wald. Bam, Alter. Die Heimat der Scheißkrähen. Ja, wir hören gerade wieder gar nichts einfach. Ja, weil du ein Idiot bist und auf den Knopf gedrückt hast. Nein, habe ich nicht. Nee, hast du nicht. Ja, jetzt. Ja, wahrscheinlich ist jetzt einfach noch gar nichts. Ja, nicht, ist das nichts, oder? Ja, schon, aber nichts Weltbewegendes. Aber ich habe jetzt voll aufgedreht. Das tut schon. Ja, siehst du. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Ja, mir wurscht. Wir auch. Wo ist eigentlich mein Bier? Verdammt, ich habe kein Bier. Was? Schlechter Gastgeber. Was redest du jetzt von Bier? Ich hab Durst. Ja, trink deinen Eistee aus, dann kriegst du ein Bier. Mann. Du wolltest zuerst den Eistee trinken und dann ein Bier, also... Halt die Fresse. Nix, halt die Fresse. Ach, komm, die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Schön hast du es fokussiert. Schon, gell? Ja, sehr schön. Fokussieren kannst du gut. Hey, Holzfällerhelm. Vielleicht liegt der Motorsäge auch irgendwo rum. Du kannst den Scheißwald abholzen. Sehr schön. Scheißwald. Scheißwald, die Heimat der Scheißkrähen. Bruder. Ja, deswegen sollte man bei Aufnahmen immer das Handy abschalten. Oh. Ja. Du musst reden. Ja, ich brauch's. Ich hab. So, lautlos, bitte. Aber ich brauch's ja für meine super Stoppuhr. 1, 2, 3, da, da, da. Der hat aber auch ein tolles Gleichgewicht. Kein Röder. Ist da jemand? Bitte! Ich hatte einen Unfall! Das hast du schon gesagt. Ja, ich mag nicht mehr weiter spielen. Der liebevolle Killer um die Ecke wartet ich schon. Ich mag nicht mehr weiter spielen. Hey! Oh! Hey, Sie! Wer nicht an? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fort! Verdammt! Goldstucky! Wirklich? Freut! Eine Anzahlung ist erforderlich! Ehrlich und fair! Das war doch Stucky, der... Ehrlich und... Oh. Vielleicht findest du hier irgendwo eine Taschenlampe oder sowas. Du hast ja nicht mal eine Taschenlampe, oder? Ah, stress mich nicht, stress mich nicht. Taschenlampe, schnell! Der kommt hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ja, die Leute. Sorry. Hier liegt was. Weg bekämpft. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten. Wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas.
Oder habe ich was verpasst? Nein, ich kann keine Taschen noch steuern. Im Gebiet von Dragons. Wer nicht? Lauf! Mist! Bei mir ins Haus hier. Jetzt kommt ja, das Teufel. Ja, er hat eine Axt. Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Ja. Nimm den kleinen Bügel. Erschlag ihn. Hey, da liegt. Hey, Batterien. Leuchten. Ah, Batterien. Sind Batterien jetzt Batterien? Kleiderbügel. Ich will ihn nennen. Erschlag ihn mit dem Gummistiefel. Während Ihres Aufhaltens empfehle ich Ihnen Nordic Walking. Das ist der neueste Trend. Die gesundheitsfördernde Wirkung ist bewiesen. Sie schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie besichtigen die Sehenswürdigkeiten. Hallo? Ich war jetzt mit dem Telefon, das ging doch, oder? Ja. Alles geschehen. Scheiß Sturm. Oh. Das geht nicht aus. Nein. Wo muss ich hin? Wer baut ein Haus so nahe an der Klippe? Unstellten Vollidiot. Unstellten Baufahrzeug davor auf. Wir sind hier in der Holzfällerfabrik, oder nicht? Ja. Der Bulldozer war mit dem Büro über die Klippe verschwunden. Ich hoffte, Stucky ebenso, hatte aber nicht vor, hier zu bleiben, um es herauszufinden. Ja, es ist sehr, sehr. Ich würde mich an die Stromleitung hängen. Dann ist es endlich vorbei. Weißt du? Es gab noch mehr davon. Oh, cool. Achso, ich dachte schon, das ist so. Du machst das auch so. Der hat einen Helm auf. Oh, er hat dich auch verarscht. Komm her. Das wäre nicht. Das Licht müsste dich doch wirklich auf. Oh nee, das blinkt. Schande. Die halten die aus, Alter! Das sind Holzfäller, die halten weniger. Oh, schön. Du bist gleich tot! Knall den Arsch an! Wieder, wenn ich nachladen muss! Drück das Licht wieder ein. Ich glaube, das kann man wieder einschalten, oder? Hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Ich aber nicht, oder? Oder etwas. Nein, es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum Scheiß Creme, scheiß Licht, scheiß Wald, alles scheiße. Verdammte Holzfäller. Was war das jetzt? Ich habe keine verdammte Ahnung. Vielleicht ist das Licht jetzt stärker geworden. Das Licht hat der die Macht. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Eine Motorsäge, ne? Nein, musste ich kann sie nicht nehmen. Tut mir leid. Ja, doch, ein bisschen. Die Gesundheitsanzeige fühlt sich aber ein wenig, oder? Ein wenig von selbst. Genauso wie die Taschenlampe. Ganz langsam, aber sicher fühlt sich das wieder. So ankacken, wenn ich in den Wald wäre. Leuchte noch mal auf den Hey, ja, das meinte ich. Was? Pfeile, ja? Habe ich schon gesehen. Hier. Gut. Ja. Das sehe ich nur, wenn ich mit der Taschenlampe hinkomme. Ja. Siehst du? Ja, ich sehe es. Ringe drüber. Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Leuchtpistole! Jawohl! Oh, ja. Wie viel Schuss? Ein Schuss. Dann kommen jetzt bestimmt gleich 50 Gegner oder so. Ja, soll ich da drauf schießen oder nicht? Ich mal drauf. Nein, das ist nicht Schuss bekommen, oder? Nee, das ist ja Leuchtpistole. Irgendwas passiert hier auch noch mit den Holz. Na, schau, siehst du, bevor ich hier drauf getreten habe, ist der Strom weggegangen. Okay.
Da unten ist vielleicht Munition drin. Echt. Ich hab keine Nerven, echt. Ich auch nicht. Der hat eine Sichel noch. Die Tankkarte wird auch verdammt. Egal, er ist tot. Und? Yay, Batterien und Munition. Ist doch gut. Ist doch gut, ja. Munition ist immer gut. Ob beim Arbeiten, im Spiel oder sonst irgendwo. Da gehen wir jetzt drauf. Ein Traktor. Das neueste Modell. Das klingt nicht. Sehen wir mal nach. Rose hat Tagträger. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war. Doch wollen das war wir jetzt Tipps abgeben, wie das Spiel endet? War ihr kurzes Treffen mit ja, sammeln wir jetzt, wenn es gibt. Und ich sage jetzt, er hat das alles nur geträumt und jetzt kann er plötzlich das Buch schreiben, weil er so viel Scheiße geträumt hat. Ungezwungen. Das kommt mir jetzt schon fast zuvor. Ja, da könntest du recht haben. Perfekt. Egal. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Hahaha, sie hat sie getötet. Was? Hast du das gelesen? Ne? Ja, Rose wusste, dass sie Schwärmerei verfallen war, ne? Oh. Das ist auch ein bisschen. Da besteht sie, war hübsch, selbst wenn das umgetrieben wird, wächst nicht mehr Rose. Sie passt mir die Rose ist schuld. Ja, wer ist jetzt Rose? Die eine Alte von Dinah. Das ist die Rose. Ah, ja, genau, die. Oh, Mr. Drake, ich bin ihr größter Fan. Mr. Drake. Mr. Drake, sorry. Ich habe mir die letzten Videos von Simon und Buddy. Nils und Simon lieben Uncharted 3 angesehen und die haben das Spiel durchgespielt. Jetzt bin ich immer noch auf. Was zur Hölle? Oh, die alte Schachtel, die. Was zum Teufel war das? Spiel kannst du mal schön selbst spielen. Ja, genau. Kannst mich mal an meinen behaarten Hintern lecken. So Hintern ist gar nicht dein behaart. Was? Bitte was? Bitte was? Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ja, so wie ich. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren wie musste. Wie ich, weil ich wollte das Wasser Ball nicht einmal ansehen. Die Alte macht mich echt mehr fertig. Nicht nur dich. Ich sehe nur zu und spiele nicht selbst. 12 Minuten haben wir schon wieder. Schau, schau, hey, schau. Die Thermoskanne, Käffchen. Ein Käffchen für mich. Teepause. Tea Time. Das wäre doch auch cool, oder? So ein Tisch. Alle Monster sitzen am Tisch. Du auch gibst ihm Tee. Kekse. Nein, das nicht. Kekse nicht. Das sind ja Monster. Ein Tee bekommen sie. Tee mit Batterie. Tee mit Batteriesäure. Da ist die Tankstelle. Ja, das weiß ich, aber. Ja, ich traue den Ganzen hier nichts. Ja, er hat mich raus. Ist deine Typ, oder? Ja. Wo ist der? Nebenzieher. Stucky war immer noch dort Silent draußen. Hill. In der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Wie ein Behinderter. Wieder mal. Schon wieder in meinem Skript. Hier liest man ja mehr, als man spielt. Barry Wheeler war extrem nervös. Er war in den Flieger gestiegen, nachdem Al und Alice tagelang seine Anrufe ignoriert hatten. Das konnte heißen, dass sie ihre zweiten Flitterwochen genossen, aber das glaubte Barry nicht. Al war dafür zu labil gewesen, konnte nicht schlafen, war ausgelaufen. Ja, Barry hatte jahrelang Erfahrung mit Alan Wake und er wusste es einfach. Angerufen hat, ne? Ja, genau. Etwas stimmte nicht. Der hat ja auch gesagt, falls irgendwas ist, er steigt sofort in den Flieger. Falls die Dorfbewohner Schwierigkeiten machen, er kommt sofort. Das wird noch sehr witzig werden, aber ich hasse das Spiel jetzt schon so dermaßen einfach. Wieso tun wir uns das an? Ich habe keine verdammte Ahnung. Schon wieder laut. Wie wenn eine Hose gekackt hätte. Ah, ich komme nicht mehr hoch. Ah, jetzt. Und? Schau. Nein, du musst in die Ritze rein. Ja. Yeah, Breakdance. Breakdance. Riverdance, wie heißt das von den Iren? Von den Iren, Iren. Irish Folk. Ja. Irish Folk. So, schau, hast du es gesehen? Ja. Die Füße biegen sich auch irgendwie seltsam. Der läuft sowieso ein bisschen. Ja, die schlottern wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Ich würde da gar nicht mehr gehen können, ehrlich gesagt. Ich würde mich selbst erschießen. Ja, mit der Taschenlampe.
17 Batterien, jetzt haben wir schon 12 Batterien. Das ist gut. Die gehen aber auch schnell aus. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie aktiviere. Y. Oh, danke. Schau, wie weit das die Tankstelle weg ist von mir. Es wird wahrscheinlich so Silent Hill mäßig sein, je näher du rankommst, desto weiter kommt die Tankstelle dann wieder weg. Gelaufen. Naja, wir haben wieder einmal einen Kontrollpunkt. Und wir sind bei 15 Minuten, genau. Ja, perfekt. Die Kontrollpunkte, die sind ja für uns geschaffen. Ich muss euch leider enttäuschen. Wir machen bei der nächsten Season weiter. Also, genau. Wir sehen uns bald. Das wäre dann Part 3. Part 3. Part 3. Wir sehen uns dann wieder. Okay, dann bis nächstes Mal.